Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf der Fleur de Lys in Frankreich. Es ist Oktober, es ist ja der frühe Oktober, sage ich mal. Na, und wir haben hier, wie ihr seht, das Feld schon abgeerntet. Ich war da schon ein bisschen fleißig, ich habe da ein bisschen vorgearbeitet. Des Weiteren haben wir in den letzten Monaten hier, ich würde mal sagen, ungefähr 12 Paletten Eier verkauft. Und ich muss sagen, also meiner Ansicht nach ist das pures Gold. Eier zu verkaufen ist pures Gold, wenn ich mir überlege, was wir reingesteckt haben. Ich würde mal sagen, in dem Verlauf des Jahres waren es vielleicht, also ich müsste lügen, müsste ich mir alles nochmal anschauen vielleicht und ja, also ich würde sagen, dass es bestimmt 20.000 Liter waren. Wenn wir das jetzt für 2.000 verkaufen, sind wir auch bei 40. Wir haben mit den 12 Paletten oder beziehungsweise mit den Getreide, was wir reingesteckt haben, haben wir ja nicht nur die Hühner verdoppelt oder verdreifacht sogar. Wir haben, glaube ich, am Anfang 120 gehabt plus einen Hahn und haben jetzt ja, 360 insgesamt inklusive dem Hahn. Und ihr seht, das ist 65.000 und eine Verdreifachung des Hühnerbestandes. Der Verkauf allein bringt ja natürlich nicht viel, das wisst ihr selber. Aber die Eier, das ist, also das ist Gold. Das ist in meinen Augen Gold. Und da bin ich sehr begeistert gewesen. 65.000 haben wir damit verdient. Ihr seht auch, unser Kontostand ist richtig gut gewachsen. Na, des Weiteren bei den Schafen dasselbe. Da sind wir auch mittlerweile auf 25 Tiere, aber das sind wir auch schon länger. Und hier haben wir 6,5 Paletten rund verkauft. Pi mal Daumen. Gab ungefähr 12.000, 13.000, ich weiß es nicht mehr genau. War jetzt nicht ganz so viel. Aber was man hier braucht, ist einzig und allein bloß ein bisschen Gras oder Heu. Das kann man zur Not auch kaufen und das refinanziert sich auch ganz locker, sage ich mal. Wenn man dann vielleicht ab und zu noch mal vielleicht ein Tierchen verkauft, ist das vielleicht auch noch mal eine Idee. Aber ich würde es bei der Wolleproduktion lassen. Es ist nicht viel, es ist ein kleines Zubrot. Schafe sind nicht unbedingt ganz so rentabel, sage ich mal. Also in Form von gewinnträchtig. In der Masse gesehen zu den Hühnern, ja, ist es nicht ganz so. Aber waren trotzdem auch 12.000, habe ich mich auch gefreut. Hier habe ich abgeschüttet, weil ich habe ja festgestellt, man kommt hier mit einem Schüttgutanhänger oder sowas, kommt man hier nicht runter. Solange der nicht zur Seite abkippt oder ein kleines Fahrzeug ist, sondern wenn man ein großes nimmt, na, wie wir das haben, hier diesen 12.000 Liter oder 12 Kubikmeter Anhänger, kommt man hier leider nicht runter, kann hier nicht abkippen. Ich habe es hier abgekippt und habe es aber noch nicht, das reines Gras. Deswegen kann ich es auch mit unserem Mischwagen nicht aufnehmen. Muss ich nochmal vielleicht mit der Schaufel irgendwann machen demnächst. Ja, unsere Schweine haben sich auch wieder mal vermehrt, beziehungsweise hat man ja letztens verkauft. Und ich weiß gar nicht, da können wir auch mal reinschauen. Was, also wir können nochmal bei den Schafen schauen, 25 Stück, ne? Und davon eben 22, 9 Monate und 4 Monate. Und bei den Schweinen, wie gesagt, da hat sich auch wieder was getan. Sehr schöne Sache, die haben sich also auch wieder verdoppelt. Und da haben wir jetzt mittlerweile wieder 86 Stück. Das ist doch nett. Ne? Auf 43 hat man die runter, genau. Wir hatten ja die eine Verkaufsfolge gemacht, wo wir da ein bisschen, wir haben auch eine Art, glaube ich, aussortiert gehabt. Ne? Bin ich jetzt nicht ganz sicher, welche das war. Aber irgendeine haben wir, glaube ich, auch ausverkauft. Und dann ist es das. Da läuft es auf alle Fälle auch wieder. Sind auch erstmal versorgt. Ne? Das ist also auch kein Problem. Und das läuft. Bei den Kühen ist es folgendermaßen, da hat es endlich dazu gelangt, dass die sich vermehrt haben. Lange hat es gedauert, nach meiner Ansicht nach. Letztendlich haben wir es jetzt endlich geschafft und haben da jetzt auch ein paar Jungtiere dabei und halt auch ein paar ältere. An sich müsste ich mal schauen, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel hier reinpassen. Müssen wir mal ganz kurz reinschauen. 45, okay. Also, da kommen auf alle Fälle nochmal 5 dazu, dann hätten wir die volle Milchproduktion oder man verkauft die halt. Ne? In den letzten Monaten, wo ich das hier weiter betrieben habe, ohne euch, dass wir hier zur Erntesaison kommen, habe ich eigentlich den ganzen Tag nur Wasser für die Gewächshäuser, Saatgut, Dünger aufgefüllt, die Tiere hier gefüttert und das jeden Monat für Monat, alle paar Stunden, dann wieder mal ein bisschen vorgespult und das ist eigentlich das, was es gewesen ist. Nebenbei habe ich jetzt gestern oder heute Nacht noch Paletten verkauft von Eiern und Wolle, als auch Honig, den habe ich heute früh noch weggeschickt. Und Honig war auch eine nette Aktion. Ich glaube, Honig, da hatten wir, jetzt muss ich kurz überlegen, 6,5 Paletten oder sowas. Waren sie um die, oh jetzt bin ich gerade, das waren glaube ich 4,
2, 4. Also ich würde mal sagen 8 oder 10.000, irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Na, wir können aber auch mal schauen. Honig bringt 3,1, habe ich es verkauft. 600 ist so eine Palette oder 400, ich weiß gar nicht jetzt, 600. Dann sind das 1 bis 1,5, 6 Paletten, also ungefähr 10.000 waren es. Pi mal Daumen, würde ich jetzt mal so sagen. So, ansonsten den Tieren geht es soweit gut. Ne? Wir können das auch gerne nochmal uns anschauen. Denen geht es also wirklich dementsprechend nicht schlecht. Entschuldigung. Und ja, vermehrt haben sie sich auch. Das passt schon irgendwo, ne? Bei den Schafen und bei den Hühnern, da werde ich nichts verkaufen. Das werden wir so lassen, wie es ist. Die haben wir einfach den Ertrag. Und zu den Gewächshäusern sieht es im Großen und Ganzen eigentlich so aus. Und das ist eigentlich ganz, ja, ganz in Ordnung, denke ich mal. Und wir können halt hier immer stündlich mit über 2000 Euro Einnahmen rechnen. Und das ist doch eine ganz nette Sache. Ansonsten würde ich den jetzt mal hier anwerfen. Na, springen wir mal hier rein. Werfen wir den mal an hier. Und dann kann der mal hier von alleine weitermachen. Jawohl. Und unser Soja ist nämlich reif. Ne? Ich habe hier schon, das ist das zweite Feld, das dritte Feld, das vierte Feld, haben wir schon abgeerntet. Und haben wir im Endeffekt noch zwei Felder. Ich habe noch nichts abgefahren davon. Die ganzen Erträge sind von den, ja, von den Sachen, die wir verkauft haben. Paletten, Eier 65.000, Honig ungefähr 10.000. Na, das haben wir ja noch nicht so lange stehen gehabt. Aber im Laufe der Zeit waren das jetzt eben ungefähr 10.000, die 6,5 Paletten gebracht haben. Ich habe auch nicht gewusst, dass zum Beispiel bei dem Trigger steht immer nur eine Palette. Das habe ich auch nicht gewusst. Und wenn ich die wegnehme, wird ein paar Sekunden danach die nächste spawnen, sofern da Vorrat noch da ist. Ich habe leider jetzt nicht gefunden, wo hier steht, wie viel Liter allgemein überhaupt vorrätig sind. Aber wenn man die Paletten immer rüber tut und immer rüber tut, ne, dann irgendwann merkt man dann, dass die irgendeine Palette dann nicht mehr voll ist. Und dann weiß man, dass man das Ende erstmal wieder erreicht hat. Also haben wir auch verkauft 10.000 dafür. Wolle war ungefähr 12, glaube ich, habe ich gesagt. Ne? Und ansonsten, ja, ich habe noch ein bisschen was anderes verkauft, aber dazu später mehr. Die Gewächshäuser haben auf alle Fälle sehr viel gebracht. Na, ihr seht es, aber wir haben auch in den letzten, ich kann das ja gerne mal aufrufen, ich habe auch in den letzten Monaten nochmal hier Saatgut etc. kaufen müssen und auch Dünger, sonstige Ausgaben, weiß ich nicht mehr genau, was wir gemacht haben. Fahrzeuge habe ich bis heute noch nicht repariert, unsere Pachtkosten und natürlich hier die Gewächshäuser, ne, ganz klar. Dann haben wir hier, wie gesagt, Wolle, sind ungefähr 12 gewesen. Einen am Ernte, dazu komme ich gleich. Ich habe etwas aus dem Lager verkauft. Na? Und ja, ich habe auch mit dem Bürgermeister gesprochen. So, das müssen wir mal ganz kurz ändern hier. Jawohl. Ich habe auch mit dem Bürgermeister, wie gesagt, gesprochen, denn es gibt eine Veränderung. Und die ist einfach folgendermaßen. Und ich würde es mal so eindrücken, genau. Eine Veränderung hier am Hof, sage ich mal. Na, ich will da jetzt noch nicht reingehen, ich sage dazu später nochmal was. Und heißt im Klartext, wir werden jetzt mal den dann versuchen hier abzutanken, dass der frei ist. Und ja, was habe ich noch gemacht? Keine Feldmission, gar nichts rein, allein mich nur um den Hof gekümmert. Wie gesagt, die Gewächshäuser nachtanken etc. 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 Die Tiere versorgen, habe auch keine Tiere verkauft, nur das, was wir damals zusammen gemacht haben bei den Schweinen. Und das ist eben der Ertrag davon. Wie gesagt, 50.000 sind verkauft von Ernteprodukten. Aber wie gesagt, dazu komme ich dann später nochmal. So. Dann werden wir den mal hier ein bisschen abtanken. Ja, und das zieht trotzdem ganz schön viel Zeit, auch wenn man sich bloß um die zwei Sachen kümmert, weil ja, das Wasserfass ist ja bloß 7300 Liter, dann muss man Saatgut und Düngemittel vom Händler holen, dann muss man vielleicht nochmal einen Heuballen oder beziehungsweise einen Jan Heuballen vom Händler holen, um die Schafe zu füttern, weil ich jetzt in den Zeitraum jetzt keine Lust hatte, nochmal Gras zu mähen, sage ich ganz ehrlich. Da ist das einfach vom Händler
besser. Und ich sag mal, wir haben ja wirklich viel Geld. Ihr seht ja, wir schwimmen ja hier förmlich im Geld. Und deswegen war das für mich in dem Moment die bessere Argumentation. Und das würde ich mal reintun. So, genau. Und dann machen wir den einfach mal voll. Ich habe nämlich schon mal den Rest, was wir hier von den anderen Feldern hatten, habe ich hier mal abgeladen der Weile. Und dann würde ich sagen, wir schauen mal, wo wir jetzt das beste Ergebnis für uns kriegen. Und zwar, wo haben wir es? Soja. Und da kriegen wir, mache ich sagen, also mit dem Zug überladen, wegen 70 oder 80 Euro, das mache ich jetzt nicht. Da fahren wir zur Mühle. Die Mühle, muss ich sagen, hier unten im Süden, die hat wirklich immer einen sehr guten Preis, egal wann. Und ja, ich habe mal gesagt, wir wollen bis auf den Winter warten, um das zu verkaufen, weil dann die Preise besser sind. Aber ich möchte es gerne jetzt verkaufen und ich glaube, wir kriegen einen sehr guten Preis. Und ich glaube, das Ganze, also ich habe es mal so Pi mal Daumen überschlagen, wird uns so vielleicht 120.000 bringen. So wie es jetzt gerade aussieht, gehe ich davon aus, wir kriegen zweimal 40.000 Liter voll. Und werden wohl da mindestens mit 160.000 allein für den Soja-Anteil hier für die Ernte einen schönen Gewinn nach Hause fahren. Ja, des Weiteren, wie gesagt, ich habe mit dem Bürgermeister über verschiedene Sachen gesprochen, unter anderem Reparatur der Fahrzeuge etc. etc., wie das hier auf dem Hof weitergeht. Und dann lasse ich einfach mal die Katze aus dem Sack. Mit dieser Folge endet dieses Projekt. Ich habe beim Bürgermeister alles klargestellt, dass wir den Hof mit diesem Monat beenden und den Hof zurückgeben und ich raus bin. Der Bürgermeister ist davon natürlich nicht begeistert, weil es ja Investitionen gewesen sind und er natürlich auch nicht gerne auf die Pacht verzichten möchte. Wir haben uns dann unterm Strich geeinigt. Leider hat er zu spät rausgerückt, dass er den Hof dann doch gerne weiterführen würde, als, ja, sagen wir mal, als Landes- oder als städtisch-regionalen Bauernhof erstmal, bis er einen neuen Pächter findet. Und deswegen habe ich schon unser Lager, unsere Bestände an Getreide etc., Soja, Raps und so weiter verkauft. Diese Ernte ist unabhängig davon. Das ist nicht Vertragsbestandteil oder in irgendeiner Art ein Verhandlungsbestandteil, dass das irgendwie mit einfließt. Und deswegen verkaufe ich den Soja weiter. Wir haben des Weiteren hier im Lager noch Silage. Und die bleibt mit drin. Die kann er von mir aus noch verwenden. Ansonsten haben wir noch ein bisschen Stroh drin. Und das kann er von mir aus. Wir haben noch ein bisschen Kalk. Na, ich habe die Gewächshäuser. Ich hatte noch 10.000 Saatgut. Die habe ich ihm in die Gewächshäuser geschüttet. So wird er die nächsten Monate, ja, das können wir schon sagen, nächsten Monate wird er auf alle Fälle aus den Gewächshäusern schätzungsweise mindestens 150.000 noch rausziehen an Umsatz, eventuell Gewinn. Die Fahrzeuge gehen natürlich so wie sie sind zurück. Na, es ist ja alles Pachtgegenstand. Das, was wir gekauft haben, wie zum Beispiel unser Bienenhaus dort unten und alle jetzigen Erträge an Wolle und Eiern, was noch anfällt, fällt in die Hand des Bürgermeisters und seiner Verwaltungsgesellschaft, die das erstmal hier übernimmt. Ne? Heißt im Klartext, wir verkaufen den Soja noch und dann ist es das eigentlich für uns und bis dahin nehmen wir die Erträge noch vom Gewächshaus mit, aber ansonsten ist es das eigentlich auch. Hat den Hintergrund, wir haben noch nie was in die Reparatur der Fahrzeuge gesteckt, die müssen auch getankt werden, eventuell muss auch an verschiedenen Dingen was gemacht werden, Gewächshaus etc. Als kleine Entschädigung, dass er uns aus dem Vertrag rauslässt, bleibt auch alles, was jetzt noch hier da ist, zum Beispiel hier Flüssigdünger oder diverse andere Sachen im Lager, geht in den Eigentum oder in das Eigentum, na, wie auch hier zum Beispiel Silage oder Milch hätten wir noch. Da können wir vielleicht nochmal machen, dass wir die Milch noch wegfahren. Auch die Gülle, das wäre auch nochmal so ein Ding. Das geht alles in seinem Dings über. Dafür, wie gesagt, kommen wir aus dem Vertrag heraus. Na, vielleicht schenke ich ihm auch die Milch auch noch, dann hat er da auch noch ein paar Einnahmen. Wird summa summarum, sage ich mal, hat es vielleicht einen Wert von 200.000 bis 250.000. Ziehen wir vielleicht noch Kosten für Fahrzeuge, sind wir großzügig, ziehen wir da noch was ab. Auch die Anpflanzung fürs neue Jahr, dass ja jetzt erstmal keine Einnahmen kommen, außer das Gewächshaus, ist natürlich der Punkt, dass er da auch einen kleinen Anreiz hat und uns rauslässt. So, nun ist die Frage, warum hören wir auf? Es ist ganz einfach, ich habe gesagt,
Das ist jetzt die inoffizielle Sache. Wenn neue Karten kommen, wechseln wir. Das haben wir ja immer gesagt. Und das ist auch das, was ich machen möchte. Inoffiziell ist es einfach so, meine Frau, ich bin ja wegen meiner Frau hierher gekommen nach Frankreich. Ne? Sie hat hier einen Job, ich habe das hier so gemanagt, dass das so passt. Und aufgrund der ganzen Lage mit Corona etc. geht das hier ein bisschen dem Ende zu. Ich weiß noch nicht genau, ob sie den Job verlieren wird, ob wir in England zurückkehren und ob wir dort den Job behalten. Das weiß ich noch nicht. Das steht jetzt noch in der Entscheidung diesen Monat und wir werden uns eventuell dann auch woanders ansiedeln. Das kann durchaus auch sein. Ich sag mal, unser Kontostand, der wird immer mehr, ihr seht es. Und bevor wir diese Folge hier beenden, ist dann auch genug Geld da, dass wir sagen können, das passt. Ne? Ich rechne jetzt nochmal mit mindestens 80.000 Einnahmen, eventuell vielleicht noch was anderes. Vielleicht lasse ich das aber auch dem Bürgermeister alles hier sein. Ich muss mal gucken, was der Milchpreis eigentlich ist, ob ich das noch verkaufe oder ob ich das lasse. Auf der anderen Seite, ja, es wären nochmal 12.000, aber ich sag mal so, wir kommen aus dem Vertrag raus und das gehört dem Bürgermeister. Er muss vielleicht auch was nachkaufen an Futter für die Tiere, denn die gehen auch in sein Eigentum über. Natürlich ist das ein absolutes Schnäppchen für ihn, da sind wir ganz ehrlich. Aber ich habe hier so viel verdient auch. Und es muss hier auch wieder Futter gekauft werden, auch für die Tiere. Momentan sieht es gut aus. Und es kommt natürlich auch Geld rein. Und ich möchte ja auch, sag ich mal, er war sehr unkompliziert und hat uns hier einen riesen Hof zur Verfügung gestellt, ohne irgendwelche großen Fragen zu stellen. Natürlich haben wir eine Vorgeschichte gehabt und natürlich haben wir auch, ich sag mal, sind wir Agronom. Und von daher hat das auch gepasst, aber es ist natürlich trotzdem immer so eine Vertrauenssache. Ne? Und bei, weiß gar nicht, was hat der Hof für einen Wert? Wir müssen nochmal kurz schauen. 4,7 Millionen, was der Hof für einen Wert hat, ist das schon ein echter Hammer. Das muss man wirklich so sagen. Ne? Und die Gewächshäuser sind auch voll. Um das nochmal, jetzt habe ich Schlucken, Entschuldigung. Um das nochmal hier zu verdeutlichen, ihr seht, also hier ist auch ein gewisser Wert drin, zumindest was Saatgut noch angeht. Dünger momentan läuft es langsam zu Ende, aber dann ist das so. Und mit dieser Folge, wie gesagt, Ende das. Ich werde das jetzt hier noch einbringen und dann werden wir schauen, was da am Ende übrig bleibt. Na? Und wie gesagt, wenn der hier fertig ist, setzen wir den noch auf das letzte Feld und dann soll es das gewesen sein. Alles, was wir hier gebaut oder gekauft haben von unserem eigenen Geld, geht in den Eigentum über. Die Tiere gehen ins Eigentum über, die Gewächshäuser, was da noch drin ist. Und das ist natürlich für den Bürgermeister ein absolut schönes Geschäft. Das hat er sich natürlich nicht entgehen lassen, aber ich komme hier aus dem Vertrag raus. Das war meine Hauptsorge, dass er dazu Ja und Amen sagt. Und bei so einem Angebot, glaube ich, kann man da gar nicht anders. Na. Und wie gesagt, es kommen ja noch Gelder rein, durch die Kühe kommt ja Milch rein, die Reproduktion etc. etc. Also da ist schon noch genug im Petto, dass das funktioniert. Ne? Gut, ich schau mal hier, also ich schätze mal, wir werden den hier nochmal vollkriegen. Dann werden wir bei ungefähr 640.000 sein, plus minus. Und dann werden wir die Koffer packen und an eine neue Destination ziehen, einen neuen Ort. Mal schauen, wo das sein wird. So, und wir gehen einfach nochmal hier über den Hof, solange der drüben den Soja vom Feld holt, unser Helfer. Ja. Wie gesagt, der Wassertank ist hier noch voll. Da kann er also, der ist noch bezahlt. Da kann er nochmal die Gewächshäuser füllen, wenn er das will. Na, ich habe das sehr gerne gespielt, dass man das hier, dass das hier Geld gekostet hat. Das gefällt mir sehr gut. Und ich möchte auch, dass das Wasser eigentlich Geld kostet. Ich mag das nicht ganz so, wenn das so ist. Na, was hier übrigens fehlt, und der ein oder andere hat es vielleicht gesehen beim Vorbeilaufen schon, es fehlt der Rübenernter. Ja. Der ist nicht verkauft worden, das habe ich mir ja nicht eingesteckt, das Geld. Ich möchte das gleich so vorneweg so sagen. Ah, das ist hier von der anderen Seite. Okay. Ist das hier der Arm vom... Genau. Ja, sondern es gab hier durch das Update 1.3 hat es diesen Mod leider rausgehauen. Und der ist nicht mehr sichtbar. Er ist zwar im Spiel drin, aber er ist nicht mehr sichtbar. Ich kann ihn nicht mehr an- oder auswählen. Also ein- oder ausschalten. Und er ist auch nicht mehr im Spiel sichtbar. Das ist leider der Nachteil.
Das ist hier das, was drüben raus schaut. Und das ist halt der Punkt, der funktioniert momentan nicht. Ich hoffe da auf ein Update, weil das war wirklich ein sehr, sehr schöner Mod. Und hoffe, dass das dann funktioniert. Okay. Gut, so sieht's aus. Kleinen Moment bitte. Ja. Ja, hier unten unsere Honigproduktion. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, was haben wir bezahlt. Muss ich mir noch mal ganz kurz schauen. Nee, hier war es nicht. Da müssen wir bei Produktionen schauen. Weiß gar nicht mehr, was wir bezahlt hatten. Tiere, Bienen. 20.000. Na ja, gut. Das hat sich nicht refinanziert, aber ein bisschen, zumindest 50%. Hätten wir auf alle Fälle schon eher machen können, dann hätten wir da auch einen Gewinn rausgeholt aus dem Gebäude. Aber gut, wir haben mit anderen Sachen sehr viel verdient. Na, das ist auch ein Fakt. Ups. Und ja, unseren Kühen geht's gut. Echt schön. Ja, hallo. Ja. Auch schön diese Kaugeräusche von den Tieren, ne? Haben sie wirklich schön gemacht. Sehr schön. Und hier die Schweine Corporation. Dem geht's auch gut hier, oder? Ja, ja. Hammer hart. Ja, dann nehmen wir nochmal Abschied von den Tieren, ne? Wie gesagt, der Bürgermeister übernimmt das ab nächsten Monat. Beziehungsweise ab Mitte des Monats und wir sind dann weg. Ja, ansonsten. Die Schafe hier machen ihr's. Und da kann man auch nicht meckern. Ja, der Ertrag von Wolle ist nicht wirklich so prickelnd. Ich glaube, da ist dringend erforderlich, dass man sich die Gebäude kauft und dort Stoff als auch dann Kleidung macht. Dann fließt der Rubel richtig. Und ja. Momentan ist der Rubel ja nichts mehr wert. Ja. Beziehungsweise ist am Sinken. Aber ja. Das ist eine andere Geschichte. Gut. Denen geht's gut hier. Die haben auch noch Futter, haben sie. Ein bisschen was ist noch drin. Ja, 5000 Liter. Das reicht noch. Da sind eigentlich relativ genügsam, ne? Also da kann man nicht meckern. Das passt eigentlich. Und das bisschen, was man mal nachschüttet, so, ich sag mal, einmal im Monat 3.000, 4.000 Liter oder so. Vielleicht auch 5.000 Liter an Getreide. Das ist wirklich. Das ist wirklich wenig für das, was es bringt. Also ich bin von dem Eierertrag war ich wirklich begeistert. Ja, wenn man jetzt das Getreide vielleicht dagegen rechnet im Verkaufswert, ist das natürlich auch wieder eine andere Schiene. Aber unterm Strich war es trotzdem ein sehr erfreuliches Ergebnis für 360 Hühner. Kann man so gesehen nicht meckern. Und natürlich wird die Folge auch ein bisschen länger hier. Liegt einfach daran, dass wir das heute hier zu Ende bringen. Und ja, dann werden wir da einfach mal ein neues Projekt starten. Es kann aber ein bisschen dauern. Die Elbenkrieg-Projekt, das ist ja immer noch in der Arbeit. Ich hatte da noch keine Zeit dafür, denn die erste Folge, wie gesagt, ist sehr zeitaufwendig. Finde ich zumindest. Und ja. Aber hin wie her, wir werden das alles deichseln. Es wird auch wieder von der Alpenpanorama Folgen geben, natürlich ganz klar. Aber ich wollte es gerne jetzt erstmal in die Richtung drehen, dass das passt. So. Und ich glaube, da sind wir hier in den letzten Zügen, was das angeht. Das ist sehr angenehm. Ja. Okay. Dann sind wir soweit eigentlich hier klar mit dem Hof. Wie gesagt, hier drüben haben wir auch abgeerntet. Na, was ich festgestellt habe, ist zum Beispiel. Irgendwas habe ich da mit den Feldern wahrscheinlich nicht richtig gemacht. Denn wir hatten hier die ganze Zeit diese Textur drauf. Das war wahrscheinlich dieses Stoppelzeug von den Früchten davor. Und jetzt mit dem Ernten ist das erst weg. Ne? Diese komische Textur hier. Hätte ich wahrscheinlich was anderes machen müssen. Ich weiß nicht genau was. Aber hin wie her. So, wo ist es denn? Unkraut haben wir keins. Ach, das ist altes Unkraut. Jetzt sehe ich das erst. Aha. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Ich habe gedacht, das hat was mit dem Anpflanzen zu tun gehabt. Okay, dann, ich habe nichts gesagt. Gut, habe ich den Fehler gefunden. Das ist das alte Unkraut, was hier dazwischen hängt. Okay. Das wird also auch so angezeigt, wenn es verdorrt ist. Das ist natürlich nicht schlecht, ne? Macht ja auch Sinn. Es ist ja eigentlich nicht weg, sondern es ist ja mehr oder weniger nur verdorrt.
Ja, und hier wie die Bienchen rein und rausfliegen, auch schön gemacht. Wirklich ein toller Mod. Kann man nicht meckern. 20.000 ist nicht unbedingt ein Schnäppchen, aber egal. Ja. Ja, hier die hat man ja auch schön platziert, ne? Mit unseren Saatgut- und Mineraldünger war auch ein Mod. So hatte ich das gerne gewollt. Das hat man umgesetzt. Das war hier eigentlich auf der Rückseite. Den Wassertrigger haben wir, glaube ich, so gelassen. Ja. Und die Gewächshäuser waren eigentlich anders angelegt. Die waren längs hier auf der Seite. Aber das wollte ich nicht so. Da ich sowieso auf automatisch verkaufen gestellt habe oder stellen wollte, war das alles eins. Ja, hier ist nochmal unser Düngefass, dann Saatgutmaschine. Komischerweise sind die noch da. Das ist ja putzig. Na eben. Das ist doch hier zum Ropa-Ernter, zu unserem Mod, der nicht mehr sichtbar ist. Die sind noch da? Das ist ja putzig. Okay. Da frage ich mich gerade, weil das ja hier der Kartoffelernter ist, ob der auch an den normalen passen würde. Weiß man nicht, weiß man nicht. Na, unsere Düngemaschine, dann hier unser zweite Schütteinheit, unser zweiter Trailer. Den haben wir gar nicht gebraucht. Ja, aber wir hatten es halt da auf dem Hof. Das war auch ein schönes Sondermod. Hier gehören zur Karte. Damit konnte man nicht grubbern, sondern pflügen. War auch eine schöne Sache. Und da unten das Heulager, Strohlager haben wir nie genutzt. Dann ist das so. Na, hier nochmal unser Maisgebiss. Dann für den Häcksler und auch hier diese Einheit. Das habe ich nicht ganz verstanden, warum das nicht bei Gras funktioniert. Das ist wahrscheinlich dann nur was für Getreide, wenn man das häckseln will oder so ähnliches. Aber es sollte doch trotzdem auf der Wiese funktionieren. Zumindest ist es so angegeben. Aber dann ist das eben so. Vielleicht hätte es auch nur funktioniert, wenn hier jetzt Gras gewesen wäre. Und das hier bei manchen Sachen nicht funktioniert, ist für mich immer noch ein kleines Rätsel. Aber mittlerweile mehr oder weniger mir eigentlich auch egal. So. Ja. Dann werden wir bald voll sein hier. Ich werde ihn jetzt nochmal versuchen abzutanken. Vielleicht schaffen wir es schon, die 40 voll zu machen. Und wie gesagt, die Folge geht natürlich ein paar Minuten länger, weil es halt die letzte Folge ist. Und dann haben wir einen letztendlichen Stand. Wie gesagt, es gibt zwei Karten, die ich in der Auswahl habe, die ich gerne spielen würde, die ich gerne machen würde. Ich hatte auch eine andere Karte im Auge, aber ich habe sie gefunden. Sie war nicht so einfach zu finden, fand ich. Und unterm Strich gefällt sie mir aber nicht so richtig. Weiß ich noch nicht. Vielleicht muss ich nochmal einen Blick drauf werfen. Aber wie gesagt, ich habe immer gesagt, wir spielen die Karten so lange, bis was Schönes anderes kommt. Und dann, ja, machen wir das so. Ne? Ja, fehlen noch drei. Waren plus vier drin. Okay. Gut. Dann warten wir nochmal die 2 Minuten. Die haben wir auch noch. Ne? So. Okay, was können wir noch angucken? Am Händler hat man nichts mehr stehen. Ich glaube, ich habe alles vom Händler geholt. Alle Paletten mit Flüssigdünger oder ähnlichen. Das müsste alles erledigt sein. Das steht alles hier am Hof. Da kann also, wie gesagt, der Bürgermeister, genau, hier schalten und walten. Wir müssen nichts reparieren. Er hat keine Regresskosten für irgendwelche Schäden an Haus und Hof, an Maschinen etc., Kratzer oder so. Das fällt jetzt alles mit runter. Dafür einigen wir uns so, dass er das alles übergeben kriegt. Ich kann die Kühe sowieso nicht mitnehmen auf den neuen Hof, weil das ja wieder ins andere Land wäre. Da wären die Transportkosten höher, als es die ganzen Tiere wert sind. Wahrscheinlich Einfuhrzölle etc., dann vielleicht kein EU-Gebiet und so weiter. Da müssen die unter Quarantäne, vielleicht geimpft werden oder irgendwas in der Richtung. Genau kenne ich mich da auch nicht aus, aber was Bürokratie angeht, ist es ja manchmal verflixt und zugenäht. Ja. So, der kommt hier klar. Das sieht gut aus. Ja. Wie gesagt, dieses Schneidwerk auch von Cressoni, ne, habe ich auch vorgestellt, dieses Klappschneidwerk. Bin da total begeistert. Allerdings ist der Preis mit 89.000 natürlich auch Hammer. Das muss man so sagen. Ne, für 89.000, 90.000 kriege ich ein Schneidwerk, das hat 14 Meter. Hier habe ich ein Schneidwerk, das hat 7,20 Meter oder so. Aber ich kann es eben dafür klappen, ne, zusammenfalten und komme damit auch durch enge Gassen. Das ist trotzdem eine geile Sache. Ja. Was mich bis heute trotzdem noch wundert, dass die Schneidwerke so hoch hängen. Wundert mich trotzdem, wundert mich seit der LS22 draußen ist. Ob sich da nochmal was ändert, weiß ich nicht. Oder ob das so gewollt ist. Aufgrund der Unebenheiten von Feldern, Performance, was auch immer.
ist halt alles so eine Sache, aber es wundert mich halt. Ne? Ja. Sieht halt putzig aus irgendwo. Aber gut, dann ist das so. Okay. Schauen wir noch mal hier am Hof. Solange der noch ein bisschen hin und her fährt. Ja. Das ist unser schönes Haus hier, wo wir gewohnt haben die ganzen Monate. Ja, ich glaube, es war über ein Jahr jetzt, ne? Hm. Und, ja. Trotzdem schöne Sache, wie es gelaufen ist. Und so gesehen war das eine schöne Karte. Auch hier diese Mod-Karte, die wir hier genommen haben, die Fleur de Lys, ne, die auf der Aubelleron basiert. Und ich würde halt trotzdem gerne mit einem tränenden Auge dann hier au revoir sagen. Aber es gibt natürlich auch immer viele schöne neue Karten. Auf das, was ich warte, ist noch nichts passiert leider. Ich warte noch auf spezielle Karten. Da ist leider noch nichts im Busche. Ja. Zum Beispiel warte ich auf eine sehr schöne kanadische Karte. Oder allgemein auf eine schöne kanadische Karte. Nicht unbedingt auf die ich warte. Aber eine schöne. Es gibt mittlerweile eine, aber die ist, wie gesagt, nicht ganz so prickelnd, wie ich finde. Da fehlt mir so das gewisse, der gewisse Touch. Das ist so, ja, dann natürlich neuseeländische Karten, da bin ich ein großer Fan. Oder vielleicht auch eine australische. Ja. Südamerikanische Karten sind schon 2, 3 erschienen, die relativ vernünftig sind, sage ich mal. Und ja, dann, oh, er ist fertig. Gut, dann machen wir das mal. Und ja, dann gibt es natürlich noch andere Länder, die mir gefallen. Auf was ich zum Beispiel mal warte, aber da, ich glaube, da hat der LS keine Technik dafür. Da müsste man extra Technik machen. Da hatte der Konkurrent damals Cattle and Crops eher die Technik dafür. Und das wäre eine japanische Karte. Da bin ich auch eigentlich ganz heiß drauf. Ob das jemals was wird, weiß ich nicht. Ja, kann ich leider so nicht sagen. Und es bleibt bestimmt was übrig. Jawohl. Es war ja zu erwarten. Aber zu dem übrig bleiben. Dann machen wir das jetzt auch so, dass ich... faltet das zusammen, ja. Dass ich das jetzt ins Lager tue. Dann hat der Bürgermeister hier nochmal 285 Liter für die Tiere. Das werde ich jetzt nicht mehr mitverkaufen. Und dann werden wir das mal ausfahren. Ups, ja, das passt. Und da ist es weg. Jawohl. So. Und dann klappen wir es zusammen. Ich werde ihn nochmal schnell absprühen, dass das hier alles seine Ordnung hat. Dass das schick aussieht. Und dass es nicht ganz so dann wie Kraut und Rüben aussieht. Und der Bürgermeister kann sich dann kümmern, wie er das hier macht. Entweder findet er einen neuen Pächter oder es geht in so eine Art städtische Kommune oder sowas. Über erstmal. Es ist ja sowieso Stadteigentum oder Landeseigentum hier oder Regionseigentum, wie auch immer man das jetzt sehen will. Ja. Das ist ja eigentlich dann egal. So. Machen wir hier noch eine Runde rum. Das soll reichen. Ja, und das ist der Stand der Dinge auf der Fleur de Lys. Und wie gesagt, ich habe noch zwei andere Karten, die vom Land her dasselbe sind. Ich weiß noch nicht genau, welche ich dann wirklich davon nehme. Und dann werden wir uns einfach mal entscheiden, früher oder später. Und dann ist das so. So. Was dann in Zukunft jetzt kommen wird, ist auf alle Fälle wieder vermehrt die Alpenpanorama. Die würde ich dann gerne wieder ein bisschen mehr bringen. Die hat jetzt in letzter Zeit ein bisschen gelitten drunter. Und dann würde ich für die Elmkrieg den Nachfolger bringen und irgendwann mal auch hier für die Fleur de Lys den Nachfolger. So, und wir verkaufen jetzt nochmal die letzten 40.000 Liter, die wir hier haben. Bringen dann den Trag zurück. Fahren zum Bürgermeister, machen alles klar. Und nehmen dann die Flieger zur nächsten Destination, zur nächsten Farm. Na? So, und ich bin gespannt, das müssten jetzt mal so 645.000 werden, plus minus.
Vielleicht auch 650.000. Das wäre echt eine runde Summe. Damit kann man zufrieden sein. Und dann ist es das. Ja. Jawohl. 81.000, 82.000 rund. Sehr schön. Und mit der Summe würde ich sagen, beenden wir das hier. Das war auf alle Fälle sehr erfolgreich. Ich habe mir schon mal so überlegt, ich habe ja mit drei Karten gestartet, mit der Elmkrieg, mit der Oberlaron, als auch mit der Erlengrad. Man könnte sagen, es sind vielleicht drei Brüder, die auf unterschiedlichster Art auf der Welt ihr Geschäft betreiben. Und der eine, der amerikanische Bruder, ist halt ja nicht unbedingt glücklich aus der Geschichte rausgekommen. Könnte man jetzt sagen, dass die anderen Brüder ihn unterstützen und ihr Geld zuschießen. Aber ich denke mir, es ist vielleicht auch eine schöne Sache, wenn der sich selber aus seinen Schulden wieder rausarbeitet. Und deswegen ist das Projekt eben vielleicht auch nicht ganz so einfach. Ne? Und der Start ist da am Anfang viel mit, ich sage jetzt nicht mit Zeitraffer verbunden, aber mit großen zeitlichen Sprüngen verbunden, dass das passt. Und das ist es halt. Ne? So, dann stellen wir den noch zurück. Letzte Folge, letztes Glück. Und dann stellen wir den mal hier so rein. Ja, 647.000 Euro hat uns das hier gebracht. Dieser Hof. Ich weiß jetzt nicht, was wir am Anfang für Barkapital hatten. Ich werde dann nochmal mir die erste Folge anschauen, was wir da noch so übrig hatten. Das werde ich von dieser Summe abziehen. Und ich weiß nicht, ob wir 100 oder 200.000 am Anfang übrig hatten. Wir haben natürlich auch investiert, ne, ist ganz klar. Vielleicht ziehe ich das noch ab, vielleicht auch nicht. Ich denke mal, wir werden uns da in irgendeiner Form einigen, dass das schon dann passt. Gut, und dann würde ich sagen, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, die Serie, die Staffel hier auf der Oberlaron Fleur de Lys, dann freut mich das sehr und würde mich freuen, wenn ihr mir das mit einem Däumchen zeigt, sofern ihr das möchtet. Und dann sage ich vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns im nächsten Projekt wieder. Wo das ist, steht noch nicht hundertprozentig fest, deswegen sage ich erstmal nichts dazu. Aber auf alle Fälle schön, dass ihr dabei wart. Und auf bald. Macht's gut. Ciao, ciao.